Vorsicht! Jo, ist geil hier. So, wir laufen jetzt hier mal, gucken uns ein bisschen das Gelände an, nach dem Interview von Callejón. Ist es nicht okay gerade mit der Frisur, oder was? Doch, das ist der Hammer. Das war ein Lob. Das war vollkommen unironisch gemeint. Ging jetzt um meine Frisur und ich fühlte mich angegriffen, aber keine Ahnung, vielleicht ist alles okay. Oh, hallo! Oh, er hat einen Sternburg-Anzug. Ich habe mir erstmal an der Wasserstelle abgekühlt. Ja, keine Ahnung. Aber es war eine gute Entscheidung. Ich habe dir einfach nicht zugehört. Ich habe mir selber nicht zugehört. Letztes Jahr habe ich versprochen, Flunkyball zu spielen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich faule Sau einfach. Genau. Nicht gemacht. Sie hat es einfach nicht gemacht. Sie hat gekniffen. Ah, ich habe versucht, mich davor zu drücken, aber nein, alles holt einen wieder ein. Das heißt, dieses Jahr Flunkyball-Turnier. Der Moment ist gekommen. Die Pitcamp-Crew gegen die echte Force-Crew. Ah, schlecht. Ganz schlecht war das. Wir machen da weiter. Wir machen da weiter. Wirklich. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ah! Wir haben verloren. Gut. Scheiße. Oh, hallo. Ich bin jetzt im Internet. Ich bin das erste Mal hier, aber die Kulisse ist nicht schlecht. Oh, wahre Liebe gibt's nur unter Männern. Wie betrunken seid ihr? Teilweise richtig. Ich werde noch 5 Bier vertragen. 2 Bier. Wunderbar, was eine geile Kulisse, Leute, ehrlich. Könnt ihr den ganzen Tag lang rumlaufen und erzählen. Die ganze Zeit. Hast du auch irgendwie so eine wichtige Message, die du mitteilen möchtest an die Welt? Fuck Nazis, sag ich da nur. Oh, sehr vorbildlich, ey. Du bist mein Mann heute. Ja, ist so. Danke dir, mein Lieber. Ja, mach's gut, ne? Sich auch. TV ist geil, Alter. This world does not compute. We lost our answers in binaries. God is defining. A world conspiring. Hide yourself in my eyes. Der Tour kann hier auf dem Full Force in Chiropolis. Aber ich lege heute nicht auf oder mache hier irgendwas in der Musik. Ich arbeite nämlich am BDHW-Stein, Beatdown Hardware, coole Merch. Verkaufen wir hier CDs, Musik, die Stars auf dem Full Force. Pitcamp TV. Yeah. Herzlich willkommen zu Camp Gelb. Wir gehen jetzt rum auf den Zeltplatz und wir zeigen euch mal, was hier so los ist. Hallo. Hallo. Ah, da kommt schon jemand auf mich zugelaufen. Na? Na? Schon was Cooles gesehen? Wolfdown und Isnard. JJ, I love you. Servus, na? Warst du schon mal auf so einer Casting-Couch? Oh, da sitzt jemand ganz einsam hier. Lonely. So, und was macht ihr jetzt heute noch? Kassierer gucken. Die experimentierten Grindfucker geben das auf jeden Fall. Am Pimmelstrand. Alter, die haben ordentlich Bier vernichtet, kann man hier sehen. Die Sonne brennt mir ins Genick. Ist da Scheiße drin? Da wurde reingepingelt. Wo bist du denn her? Wir sind aus Bamberg. Bamberg, ah, fein. Und wo seid ihr hier? Schweiz. Ist das ein Interview mit dem Top-Sportler hier? Bist du der Top-Sportler hier? Moin, moin, yo. Das ist so ein schöner Moment gerade. Hängler, ey, das ist die beste Bürste, gell? Was? Ja, natürlich ist es die beste Bürste. Casting Couch, wer will noch hin? Ey, das komm ist mal, eine der Frage. Hier. Es ist zu Ende. Also, du musst in die Kamera reden, sonst verstehe ich die Leute nicht. Wie bei Mitten im Leben, sag ich dir. Hi. Gleichzeitig schreien. Lala! Freitag! Wird zum Glück eh rausgeschnitten. Ja, und was macht ihr hier so? Was habt ihr für schöne Sachen hier? Also größtenteils trinken wir Bier zusammen trinken. Okay, du gehst schneller auf die Kamera. Ich nehme
Ey du, das Ding ist echt bequem, ne? Kann ich das vielleicht haben? Nee. Lauf, solange du noch kannst. Vielen Dank, ihr Süßen, für die 5 Minuten Spaß mit euch. Ey, ihr seid echt völlig durch, aber sehr schön. Hast du einen Tanga auf dem Kopf? Ja. Okay. Mach's gut! Ich geh mal weiter und suche noch eine andere Casting Couch. Ich hab dich sehr, sehr, sehr lieb, aber ich hab euch auch lieb. Ich muss leider gehen, es tut mir leid. Ja. Nicht so schlimm. Okay, also das Spiel heißt Dreh und Trink. Wir drehen uns die ganze Zeit um uns selbst, bis irgendjemand Stopp sagt. Und dann geht's los, da muss man einfach nur mit voll Karacho probieren. Sind wir dabei, oder? Wer tritt hier eigentlich an? Wer macht jetzt hier eigentlich irgendwas? Eiffel! Halt, stopp, jetzt rede ich! Alter! Genau, der offizielle Gewinner hier. Glückwunsch! Wie fühlst du dich denn? Sehr gut. Ich schäme wie immer nach dem Spiel. Das ist das schlimmste Spiel, das es gibt. Yeah, I'm right.